Ihr wollt Videos mit dem Laptop bearbeiten, aber nicht mehr als 1000 Euro ausgeben, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Wir schauen uns hier einmal einige Möglichkeiten an. Ich würde sagen, auf geht's. Die Challenge beim Thema preiswerter Laptop für Videoschnitt ist es, die nötige Power zu finden und dabei noch ein Display zu haben, das nicht allzu schlecht ist. Irgendwo müssen wir Abstriche machen, sonst passt der Preis einfach nicht. Ich zeige euch hier ein paar Vorschläge, die für euch ganz anständig performen können, ohne dabei euer Budget zu sehr zu strapazieren. Was wollen wir denn erreichen? Wir möchten 4K-Video bearbeiten können, ohne dass es zur absoluten Qual wird. Und das können wir mit den genannten Laptops auf jeden Fall. Die momentane Situation der weltweiten Chipknappheit macht es nicht unbedingt leicht, Laptops zu finden, die in Sachen Preis-Leistung wirklich brauchbar sind. Deswegen möchte ich euch hier ein paar Vorschläge machen. Unten packe ich euch noch die Links zu den Modellen rein. Wenn ihr darüber eure Laptops kauft, unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank dafür. Kommen wir zum ersten Modell. Der Acer Swift 3 ist ein 2 GHz AMD Ryzen 7 4700U Laptop mit 8 GB RAM und 1 TB SSD. Das 14 Zoll Display ist ein IPS Full HD Screen. Die Color Gamut Range ist ziemlich unterirdisch, da solltet ihr bei der Farbkorrektur auf einen externen Bildschirm setzen. Ich verlinke euch einen guten, aber günstigen Monitor auch unten in der Videobeschreibung. Für den Videoschnitt an sich ist dieser Laptop aber gut geeignet. Der Preis liegt bei ca. 1000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der nächste Kandidat ist das IdeaPad Flex 5. Dieser Laptop hat mit seinem AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB RAM und seiner AMD Radeon Graphics genug Power unterm Hintern, um 4K-Video anständig zu bearbeiten. Mit knapp unter 1000 Euro kann man hier nicht meckern. Abstriche macht man auch hier beim Monitor, hier sollte man nicht zu viel erwarten. Bei der Akkulaufzeit und bei dem Grundkonzept des Halb-Laptop-Halb-Tablet-Versuchs finde ich persönlich immer etwas wackelig und komisch, aber funktionieren tut es. Bei unserem nächsten Laptop handelt es sich um das aktuelle MacBook Air von Apple. Denn hier habt ihr mit dem M1 Prozessor einen sehr leistungsstarken Chip, der in Sachen Videoschnitt momentan wirklich reinschlägt. Hier gibt es aber einige Dinge, die ihr wissen solltet. Final Cut Pro läuft mit dem Prozessor wie eine 1, klar, denn Final Cut ist ein Programm, welches nur unter Mac läuft und ist dementsprechend optimiert. DaVinci Resolve hat seine Software auch an den Prozessor angepasst. Hier kann man jetzt sehr gute Leistung erwarten. Bei Adobe Premiere ist noch etwas verbesserungsfähig. Man arbeitet aber daran, sodass hier die Leistung auch immer besser wird. Das Display ist nur 13 Zoll groß, was es ein bisschen schwierig macht bei der Videobearbeitung. Dafür stimmen aber hier Farben und Helligkeit. Denn Apple-Monitore sind immer von super Qualität und sehen immer brillant aus. Der Lenovo Legion 5 ist ein Gaming-Notebook mit einer wirklich anständigen Leistung. R7 4800H Prozessor, 16 GB RAM und GeForce RTX 2060. Läuft. Farbwiedergabe und na klar, die Akkulaufzeit lassen hier natürlich zu wünschen übrig. Aber für den Preis von irgendwas um die 1100 Euro gibt es hier eine Menge Leistung. Wenn es um Notebooks für den Videoschnitt geht, dürfen wir HP natürlich nicht vergessen. Den HP Pavilion mit einem Intel Core i5-10300H und einer GTX 1650 oder 1660 Grafikkarte ist ein typischer Gaming-Laptop. Leicht klobig, bisschen hässlich, aber die Leistung passt. Was hier natürlich echt gut ist, ist die Bildschirmgröße. 17 Zoll steht euch da zur Verfügung, was die Bearbeitung am Laptop sehr viel einfacher macht. Die Color Gamut Range bei diesem Modell ist gar nicht mal so schlecht, mit 94% sRGB und 60% Adobe RGB schon besser als bei den anderen Modellen. Videobearbeitung, 3D-Rendering, After Effects, Bildbearbeitung schafft er alles gut und ist somit für den Preis von roundabout 1200 Euro eine wirklich gute Alternative. Ich weiß, es gibt noch eine Menge andere Modelle, aber hier habt ihr erst einmal einen Überblick, was momentan so am Markt abgeht. Ich habe auch ein Video über hochwertigere Laptops gemacht. Ich verlinke es euch hier unten natürlich auch. Jetzt interessiert mich noch, mit welchen Laptops arbeitet ihr denn so? Berichtet doch einfach mal. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.